Yo, what up? I'm Risky Forever. I'm giving away a couple of these prints from Art Basel 2018 for charity auction. The Machiavelli bootleg print and the I Am Legend print. There's only a few of these prints left in existence. I'm giving away a few for the charity auction, and after that, the Machiavelli bootleg print will no longer be available anywhere else. Get it at the charity auction while you can. Peace. Gestrandet. Last Exit, Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel. Ahoi an alle hier Gestrandeten und herzlich willkommen zur Folge 26 von Gestrandet, Last Exit, Mallorca. Nachdem wir letzte Woche erneut die Ehre hatten, in der Kreiszeitung Böblinger Bote, Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten vertreten zu sein, waren wir vergangene Woche dann auch in der Printausgabe des Mallorca-Magazins. Wir hatten ja auch schon kurz darauf hingewiesen und haben mittlerweile auch bei uns auf Instagram im Linktree den Artikel verlinkt. Schaut doch gerne mal rein. Und in Bezug darauf haben wir leider auch jetzt kurz vor der Aufnahme noch eine Info bekommen, die wir hier auch thematisieren wollen. Und an dem Punkt würde ich dann einfach mal sagen, Servus Jens, wie geht's, wie steht's, schieß los. Moin zusammen, freut mich wieder, dass du da bist und freut mich super, dass ihr auch wieder da seid zum Zuhören. Ja, heute war ein sehr kurioser Tag. Wir hatten eigentlich ein bisschen was anderes geplant gehabt. Ja, aber als Nikolas schon auf dem Weg hierher war, hat mir ein guter Bekannter aus Deutschland, aus Wolfsburg, der Chris, der hat auch den Sohn von Tequila. Also ein richtig guter Bekannter, seit Jahren kennen. Er hat mir dann so geschrieben, so, ey Jens, wie geht's dir so? Deine Spendenaktion läuft ja schlecht. Und ich so, was für eine Spendenaktion? Und ich so, ja, warte mal, ich schicke dir einen Link. Spendenaktion, ja. Ja, und dann habe ich da zwei Links bekommen. Einmal hier vom Mallorca-Magazin, von der Zeitung. Super geiler Artikel, hat mir sehr gefallen. Und dann den zweiten Link, das dann darunter, hat dann irgendwann geschrieben, dass er eine Spendenauktion für mich machen würde. Und das läuft seit einer Zeit. Und ich habe davon nichts gewusst, war super überrascht. Hab dann erstmal Nikolas, das ihn, und er so, was hast du schon wieder gemacht? Ich habe damit nichts zu tun. Und dann haben wir schon ein bisschen recherchiert, wie das zustande kam. Und beschlossen, dass wir sowas überhaupt gar nicht wollen. Und vor allem, ich habe davon nichts mitbekommen. Dass er einfach im Prinzip einen Artikel über mich genommen hat und dann eine Spendenaktion initiieren konnte. Also das klingt für mich auf jeden Fall ein bisschen nach Betrug. Da war mein erster Gedanke so, oh Mann, scheiße. Weil was macht man da mit meinem Namen? Ja, eine Spendenaktion bei GoFundMe wird der ein oder andere schon mal gehört haben in Bezug auf andere öffentliche Spendenaktionen. Jedenfalls wurde da von einer uns beiden unbekannten Person eine Spendenaktion ins Leben gerufen, der auch diese tatsächlich dann unter dem Artikel des Mallorca-Magazins, den das Mallorca-Magazin auf Facebook gepostet hat, ja, direkt da als Kommentar beworben hat mit dem Link dazu und den Worten einfach mal selber ins Leben gerufen und das Mallorca-Magazin verlinkt hat, berichtet oder macht doch darüber mal einen Artikel. Wie Jens das schon beschrieben hat, habe ich das dann auch gesehen, mal kurz das Profil mir von der Person oder von dem Herrn angeguckt, der auch ja keinen wirklichen Nachnamen hinterlegt hatte, und habe dann auch nach Rücksprache mit Jens, wie gesagt, ziemlich schnell verstanden, dass das ohne sein Wissen und alles ins Leben gerufen wurde. Habe dann auch einen Kommentar oder ein, zwei an den Herrn gerichtet und auch das Mallorca-Magazin verlinkt und gebeten, den Kommentar des Herrn zu löschen. Das wurde mittlerweile auch schon gemacht, wollten wir an dieser Stelle mal erwähnen, da wir ja wirklich auch nicht nur jetzt speziell auch in dem Artikel erwähnt wurde, dass Jens bestohlen wurde, sondern Andi auch in einer der letzten Folgen ja sowas erzählt hat, wie manche Menschen versuchen, sich auf Kosten anderer Leute zu bereichern. Und deswegen erwähnen wir das ja auch hier und werden das im Mallorca-Magazin nochmal mitteilen. Bitte nicht an dieser Spendenaktion teilnehmen, denn die ist weder mit Jens abgesprochen noch, ich sag mal, autorisiert oder ähnliches und hat auch nichts mit diesem Podcast zu tun. Und etwa
Was Positives gibt es ja eigentlich auch zu berichten. Zumindest, ich nenne es mal einen kleinen Hoffnungsschimmer. Ja. Erzähl uns doch mal gern so ein kleines Update, was du jetzt planst, um ja zumindest dein Zuhause ein bisschen winterfest oder ich nenne es mal hauptsächlich regen- und wasserfest zu machen. Weil wer auch im Mallorca-Magazin sich den Artikel angeschaut hat, da erkennt man ja auch auf den Bildern, dass die Sonne durchscheint und dass somit auch der Regen da durchkommen würde. Ja, jetzt ist auch, ja gut, wir haben ja zum Glück noch gutes Wetter hier, es regnet nicht wirklich. Wenn dann ein paar Tropfen, war ja die Tage, aber jetzt die letzten Tage war es wirklich trocken. Der Wind ist ein bisschen nervig. Das größte Problem ist die Luftfeuchtigkeit. Also ich werde jeden Tag geweckt, weil halt mein Plan ein bisschen durchhängt und halt sich das Wasser, was sich durch die Luftfeuchtigkeit sammelt, dann irgendwo sammelt und ja, wie du sagst, durch die kleinen Löcher macht dann plötzlich plapp, 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 plapp und tropft dir ins Gesicht. Hier nebendran tropft es auch runter. Das hat er morgens also nur durch die Luftfeuchtigkeit, die er ist. Ja, aber ich habe jetzt halt die letzte Woche richtig Gas gegeben und habe mir ein bisschen was zusammengespart, dass ich mir, also morgen habe ich mit einem Kumpel ausgemacht, der hat ein Auto, dass wir mal hier zum Baumarkt fahren und ich mir eine neue Plane zumindest hole und ich habe einen Plan gemacht, so dass ich habe ja Bauzäune hier rumstehen, die keinen Menschen interessieren im Großen und Ganzen. Und dass ich einfach links, rechts hier einen Bauzaun und da vorne zwei Bauzäune drin, das ein bisschen aufschütten mit Planetten, Paletten außenrum, dann die Plane mache. Damit Kabelbindern zusammenzuhe, dass ich ja vier Wände und Dach über dem Kopf habe, wo drin sind. Ja, wegen der, ja, der Feuchtigkeit, das ist jetzt gerade das Schlimmste. Und es soll ja auch jetzt die Woche schlechteres Wetter werden und ja. Also wird Zeit, ne? Ja, das wird. Ich bin auf dem letzten Drücker. Und deswegen tue ich jetzt halt mir irgendwas zusammenzimmern, low-budget-mäßig. Schauen, was rumliegt, was ich habe. Deswegen ist das Wichtigste, ich habe jetzt das Geld zusammen, um mir eine große, feste Plane zu kaufen, hoffe ich mal. Wenn es nicht teurer geworden ist. Die Preise steigen ja überall an. Aber trotzdem im Grunde der Plan jetzt improvisiert. Ich, ja, genau, ich improvisiere jetzt einfach mir ein Häuschen. Ich war ja am Anfang auch so. Ich meine, ich lebe ja seit knapp 14 Jahren auf der Straße und ich habe mir schon aus weniger was zusammengebastelt. Wenn ich überlege, wie ich mein erstes Häuschen gebaut habe von irgendwelchen Planen, die an Baustellen rumlagen und Metallstäben, die ich zwischen Bäumen verkeilt habe und mit irgendwelchen Schnüren und Kabeln, die ich irgendwo gefunden habe, zusammengemacht habe. Plan ja, B. Das, ja genau, Plan B. Oder eher Plan C. Also, ja. Plan D ist ja auszuwandern da hoch in Lost Places. Das ist auch ein schöner Platz, aber es ist halt im Nirgendwo. Deswegen würde ich fast sagen Plan G-H-I oder so. Ja, solange ich nicht Plan Z machen muss, ist alles in Ordnung. Plan Z zurück? Das wäre eine schöne Zeitmaschine. Nee, also ich denke da schon, ja, back to the roots. Ich bastel mir was zusammen und es wird bestimmt lustig. Und ich habe ja noch mittlerweile mehr Freunde, wie wo ich angefangen hatte und mehr Möglichkeiten. Und das Wichtigste ist einfach nur, dass du halt, jetzt wenn es kühler wird und nasser wird oder feuchter wird, von der Luftfeuchtigkeit her, ich glaube, ich wiederhole mich voll oft, aber egal. Die Luftfeuchtigkeit ist das Schlimmste auf Mallorca, das kannst du gar nicht oft genug sagen. Wobei es jetzt abends, wenn wir hier sitzen und ich sag mal eine Stunde, zwei, die Sonne weg ist, doch schon spürbar kühler wird und ich mir auch hier jetzt deswegen schon ein Jäckchen mitgebracht habe, weil es dann nicht mehr reicht, wenn man ruhig sitzt. Ne? Ja, also es wird erstmal richtig kühl, wenn die Sonne untergeht, aber dann gegen Abend wird es dann wieder, also wenn es bewölkt ist, aber dann hast du ja viel Luftfeuchtigkeit, dann ist es gar nicht so kalt. Also du hast tagsüber 23 Grad und abends hast du 20 Grad. Mit Deutschland nicht vergleichbar. Aber dafür ist alles klatschnass. Du hast, hat der Andi ja auch mal erzählt, er hat letztes Mal im Podcast erzählt, du hast halt dann so einen Zentimeter Wasser auf dem Tisch stehen. Wir müssen das in Relation setzen, dass du natürlich hier auf der Straße lebst. Aber klar, du hast auch schon erzählt, dann das Tauwasser oben, ne, morgens macht dich das auch mal wach. Ja klar, das sammelt sich halt hier auf der Plane und dann fängt es morgens an, halt dann irgendwo durch die Löcher, die in der Plane sind, halt runter zu tropfen. Und ja,
Das ist halt schon nervig. Und dann überlegst du, jetzt muss ich erstmal die Decke und das wieder raus und hoffen, dass in der Sonne trocknet. Ja. Dass die Sonne auch scheint. Ich meine, die letzten zwei Tage war es recht gut, aber davor war es relativ bewölkt. Und wenn halt mal was jetzt nass wird oder nass ist, du kriegst es dann bis März, April nicht mehr richtig wirklich trocken. Weil halt immer die klamme Luft hier draußen ist und die Feuchtigkeit. Und du ja auch wirklich keinen Platz hast, den du so aufheizen kannst, ne, dass dann die ganze Feuchtigkeit da rausgeht. Genau, ja. Ja, deswegen möchte ich hier auch das Zeltchen bauen mir und es relativ gut abdichten, wenn ich dann abends koche oder sowas und der Ofen läuft, dass ich dann damit schon über den Ofen hängen und dann kommt ja warme Luft vom Ofen und dann trocknet es schneller. Gut, dann habe ich halt drin im Zelt die Luftfeuchtigkeit an der Plane. Das läuft dann ab. Aber du hast damit zumindest deine Klamotten trocken. Also hast du zumindest einen Plan, wie es weitergehen kann jetzt oder wie du weitermachst. Auch da musst du natürlich hier alles, ich sag mal, oder größtenteils ein bisschen niederreißen. Auch da werden wir vielleicht das ein oder andere Bild und Video dann posten und machen und wir halten euch natürlich da auf dem Laufenden, weil eigentlich, also auch wenn es natürlich nach dem Jens gegangen wäre, hätte das natürlich schon viel früher stattfinden sollen und er hätte jetzt gern schon in seinem winter- und regensicheren Zuhause gesessen. Wie in der letzten Folge ja schon angekündigt, hast auch du und ihr da draußen mitbekommen, dass wir diese Woche ein Interview haben. Jetzt kommt der Bierkapitän. Ja, der kommt. Lass ihn mal kommen. Und außerdem habe ich ja schon eine andere Idee. Podcast-Kapitän. Vielleicht wäre das eine Cover-Idee. Nein, aber er hat ja gesagt, das ist privat, deswegen Patrick, oder? Absolut. Schön, genau, dass du darauf hinweist. Und deswegen würde ich auch dann dir sagen, an dieser Stelle mal, sei gespannt. Viel Spaß mit dem Interview mit dem Patrick. Und ich würde sagen, wir quatschen dann nächste Woche mal in Ruhe darüber. Was ja, ich freue mich auch drauf. Du redest ja mit ihm. Ich habe die Ehre leider nicht. Los geht's. Ahoi, Bierkapitän. Ja, noch nie hat mein Ahoi, was ja tatsächlich meine Begrüßung in diesem Podcast immer ist, so gut gepasst wie heute, denn noch nie hatten wir einen Kapitän an Bord. Ja. Allerdings, das haben wir ja auch schon angekündigt, geht's heute gar nicht unbedingt nur um den Bierkapitän, sondern um die Person, die dahinter steckt. Und deswegen sage ich auch an dieser Stelle, herzlich willkommen Patrick im Podcast Gestrandet Last Exit Mallorca. Hi Nikolas, ja, der Patrick hier. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, und dass es geklappt hat. Ich würde mal so anfangen und den Leuten einfach mal erklären, wie es denn dazu kam, dass du heute hier in dem Podcast bist, denn eigentlich ist das ja auch gar nicht so unser Hauptbereich, sagen wir es mal so. Wir haben uns schon vor längerem, ich glaube auch letztes Jahr zum Opening kennengelernt, auch im Megapark. Anderthalb Jahre her, genau, richtig, bei Opening 2022. Das hast du noch super in Erinnerung. Ich war mir jetzt auch, Corona hat bei mir immer noch alles so ein bisschen verschoben, um ehrlich zu sein, aber es war definitiv danach. Ja, genau, haben wir uns kennengelernt. Da war ich auch vor Ort und habe dem Siggi so ein bisschen ausgeholfen. Dementsprechend waren wir auch schon connected und ich sag's mal so, ich habe die Chance genutzt und versucht, dich auch für unsere Charity-Auktion zu begeistern, dir von der Idee mal erzählt. Und ja, letztendlich kam es dann auch so zu dem Podcast, weil du dich netterweise dazu bereit erklärt hast, auch was dazu beizutragen. Und vielleicht möchtest du den Leuten ja mal erzählen, was es denn geworden ist, was wir uns da so ausgedacht haben und ja, was dir dazu so einfällt. Ja, ich kann dazu auf jeden Fall sagen, also als du mich angeschrieben hast, fand ich die Idee direkt cool, weiß ich nicht, ich wusste auch gar nicht, dass du diesen Podcast machst, also habe von dem Podcast selber nicht viel mitbekommen. Last Exit war für mich eher, da gibt es ja so eine Serie, ne? So eine Amazon-Serie, die jetzt zuletzt irgendwann rausgekommen ist und das war eher so meine Connection zu dem Titel. Ne? Und wir haben ein bisschen gebraucht, um in die Gänge zu kommen, ne? Weil ich am Anfang überhaupt nicht wusste, worauf das hinausläuft. Also hier hast du mir ganz grob erzählt, ey, hier Podcast so und so, es geht um Obdachlose auf Mallorca und ob ich da irgendwie einen Beitrag dazu leisten will und es war mir nicht so ganz klar, in welcher Form. Dann haben wir uns tatsächlich mal auf Mallorca getroffen, ich glaube vor 5-6 Wochen. Passt vier, genau, ja. 4-5-6 Wochen, genau, haben uns dazu mal ausgetauscht. Jetzt verstehe ich das alles auch ein bisschen mehr. Und im Prinzip haben wir dann ausgemacht, dass wir uns gerne im Rahmen deines Podcasts
auch dann unterhalten, ne? Und das machen wir halt jetzt. Genau, und wie schon erwähnt, hast du natürlich auch dich bereit erklärt, was zur Podcast-Auktion beizutragen. Und ja, willst du es verraten? Soll ich es tun? Ja, ich habe gekritzelt. So nennst du es, ja. Ich habe gekritzelt, genau. Das, ja, wie würdest du es denn beschreiben, was ich da gemacht habe? Du hast nette Grüße auf Blatt Papier gebracht. Genau, auf Glitzerpapier. Genau, auf Glitzerpapier. Auf Glitzerpapier. Ja, die Leute haben es ja tatsächlich noch nicht gesehen und dazu auch auf 3 Megapack-T-Shirts. Ja? Da hast du auch die Unterschrift draufgepackt. Übrigens auch vielen lieben Dank dafür. Und wie wir das auch von den Jungs gesehen haben, das habe ich tatsächlich jetzt letzte Woche gepostet. Die haben nämlich Ähnliches mit ja, ihren Lieblingssprüchen und Zitaten gemacht. Hast du das auch mit dem Gruß oder der Message, hier spricht der Bierkapitän und noch ja mit dem ein oder anderen kleinen Kunstwerk? Ja, ein Kapitän hat sich draufgefunden oder vielleicht auch nur mal einen Notenschlüssel. Ja, ich denke, es ist eher Antikunst, aber bei Thema Kunst sind ja keine Grenzen gesetzt. Und ja, wie gesagt, ist auch nur meine eigene Sicht auf meine Fähigkeiten, auf meine künstlerischen Fähigkeiten. Da hast du recht, Kunst liegt immer grundsätzlich im Auge des Betrachters, ja. Ja. Aber ansonsten haben wir das ja auch privat schon thematisiert. Also ich bin auch persönlich jemand, der, wenn es zum Beispiel um Thema Handschrift oder so geht, ja, wenn man sich da irgendwie was kaufen könnte, so ein Upgrade, weißt du, so ein Schriftstil, dann wäre das tatsächlich auf jeden Fall was ich mir auch zulegen würde, weil ja, da das lassen wir besser unkommentiert und das werden die Leute auch noch sehen, weil auch ich den einen oder anderen Spruch tatsächlich noch aufschreiben muss. Ja, sehr gut. So, dann ja, wissen die Leute zumindest mal, wie es dazu kam. Was die Leute vielleicht aber nicht wissen, ist, wie es denn dazu kam, dass du Musik gemacht hast. Ich weiß da schon ein bisschen mehr, aber ich würde diese Frage einfach gerne mal genauso an dich weitergeben. Gerne, das ist eine lange Geschichte. Ja, ich sag mal, grob umrissen ist es so, ich habe mit 14 angefangen, Musik zu machen. Damals habe ich ganz andere Musik gehört. Also ich habe mit 14, also da hat man das gehört, was halt so normal im Radio lief, ne, die ganzen Chartsachen. Und mit 14 bin ich das erste Mal in Berührung gekommen mit Punkmusik, mit den Toten Hosen, mit den Ärzten, ne, und sowas. Und dann wollte ich unbedingt auch Musik machen. Dann habe ich angefangen, Gitarre zu spielen, direkt eine Band gegründet. Ne, am Anfang natürlich alles eher schlecht als recht. Und habe auch nicht mehr aufgehört mit Musik machen. Ne, und ne, dann irgendwann wurde es ein bisschen ambitionierter. Mit Anfang 20 habe ich angefangen zu studieren. Und nebenher trotzdem meine Bands immer gemacht. Und das mit dem Studieren ist ja nicht so, wie es bei anderen normalerweise läuft, dass man hauptsächlich studiert und nebenbei Musik macht, sondern bei mir war das eher ein bisschen andersrum. Ich habe immer zu viel Musik gemacht, sodass ich das Studium im Prinzip nach 5 Jahren habe ich halt festgestellt, ey, ja, wenn ich das Studium jetzt noch abschließen will, dann ne, musst du noch ein paar Semester dranhängen und irgendwann musst du halt auch anfangen, Geld zu verdienen. Und nee, dann habe ich mein Studium geschmissen, eine Ausbildung angefangen. Ne? Und bis dahin habe ich eigentlich sehr, sehr viel Musik gemacht. War viel unterwegs, viele Konzerte gespielt, aber eher im Rock-Metal-Bereich. Ne? Und ja, dann in der Ausbildung musste ich Musik ein bisschen zurückfahren, weil die doch sehr intensiv war. Und später, als es dann wirklich ins Berufsleben ging, als ich dann in der Festanstellung war, ging es auch wieder mehr mit Musik machen, aber ja, bis ich irgendwann 2015, 2016 auf die Idee kam, ey du, so Partyschlager, da war ich auf so einem Festival, auf so einem Mallorca-Festival, aus Spaß, ne, mit meiner damaligen Lebensgefährtin und haben uns diese Tickets gekauft und fanden das total witzig auf diesem Festival. Da war dann Mia, Julia, Willi Herren ist damals noch aufgetreten, Sabotage und wie die alle heißen, der Büffel auch, genau. Und da dachte ich mir am Ende des Abends, ey, sag mal, wie wäre das denn, wenn ich so einen Partyschlager schreiben würde? Ne? Meinst du, ich würde das auch schaffen, irgendwie da Fuß zu fassen? Und da sagten mir meine Freundin damals so, hey, mach doch einfach mal, probier mal. Und dann tatsächlich, 1-2 Wochen später habe ich mich zu Hause mal hingesetzt und meine erste Idee, die ich dann hatte, war halt der Bierkapitän und den ja, der ist dann irgendwann im Laufe der Zeit tatsächlich auch zum Ballermann-Hit geworden.
Ja, und seit 2018 darf ich das hauptberuflich machen. Also bin da sehr dankbar für. Ich mache weiterhin Musik, darf damit Geld verdienen. Ne? Und ja, das ist im Prinzip in Kurzform die Geschichte. Ja, also fing das quasi mit so einer kleinen Challenge an dich selber an, ja. Kann ich das denn auch? Also dieses Genre, so drücke ich es mal aus. Und was man ja definitiv nicht abstreiten kann, dass dieser Versuch dann auch auf jeden Fall, ja, ziemlich eingeschlagen hat, würde ich mal sagen. Also der Bierkapitän ist ja auch bis heute, würde ich behaupten, immer noch sehr existent an der Bleier, was ja auch gar nicht so typisch ist, ja. Ja, Finde. weil man es sehen kann, ne? Also die Helmuts, beziehungsweise die senegalesischen Straßenhändler verkaufen, die diese Bierkapitänsbinden, Stimmt, ne, korrekt, ja. die Kapitänsmützen sind noch sehr präsent. Und als mein alter Chef letztes Jahr mal auf Mallorca war, da schrieb er mir eine WhatsApp nach Jahren, ne? Also schrieb mir eine WhatsApp: Ey Patrick, das ist ja unfassbar, was du hier für einen Fußabdruck hinterlassen hast. Die laufen ja alle mit diesen Kapitänsbinden hier rum und so. Ist Ja. auch wirklich ein tolles Beispiel, weil auch das ist so, ne? Also ist ja Ja. nicht bei jedem Hit, dass quasi dann die Straßenhändler, ja, oder die auch, wie du sagtest, hier oft genannten Helmuts, ja, ein bisschen teilweise auch abwertend, aber eigentlich mit einem Zwinkerauge von den meisten ist Ja. das ja gar nicht böse gemeint. Ja, da sich mit ihrem Merchandise quasi schon auf dich einstellen, ist nicht selbstverständlich und wie du sagst, genau, ist halt immer noch präsent und tatsächlich auch Stand heute noch so. Und auch seit 2018 bist du ja dann jetzt im fünften Jahr schon gewesen, wenn ich das dann richtig verstanden habe, und kommst dann auch quasi in die sechste Saison schon am Ballermann. Und auch das ist ja wirklich schon eine lange Zeit, ne? Also da geht es ja schon fast so langsam in Richtung alter Hase. Da sind zwar noch Leute, die sind Ja. schon deutlich länger da, ja, aber ich sag mal so, die 5-Jahres-Hürde überschreiten auch nicht alle. Ja, ich zähle tatsächlich eher 3 Saisons, ne, weil ich habe 2019 im Megapark angefangen als Künstler. 2020 kam Corona, Ah, ne, dann stimmt. lief gar nichts. 2021 war auch Megapark geschlossen. Ich war zwar mal auf Mallorca und bin da auch mal aufgetreten. Und 2022 ging es dann weiter. Also im Prinzip jetzt, die Saison ist meine dritte vollständige Saison jetzt gewesen, 2023, ja. Gut, dass du sagst, da hatte ich nämlich auf jeden Fall einen Denkfehler. Aber um ehrlich zu sein, finde ich das irgendwie dann ja doch auch noch beeindruckender, weil. Ich sag mal, in den 2 Jahren kann man auch schnell vergessen werden, ne? Da kommt Das ja auch viel stimmt, ja, Neues. das stimmt. Also, das ist dann von dem Punkt her eigentlich ja noch spannender, dass man sieht, welchen Fußabdruck du Ja. da tatsächlich hinterlassen hast und auch Eindruck Ich hinterlassen hast. wusste. Ich weiß natürlich, dass das sehr kurzlebig da ist und ich hatte tatsächlich während Corona auch ein bisschen Sorge, ey, wie wird das denn jetzt hier? Ne, man weiß gar nicht, wann ist das zu Ende? Werden Leute sich dann noch überhaupt für deine Musik interessieren und sowas? Aber es ist tatsächlich zum Glück gut gelaufen und Leute hören nach wie vor meine Musik und ich bin mega dankbar, dass ich halt, ne, nach wie vor da eine kleine Rolle spiele, ne, und ja, kann gerne so weitergehen. Ja, und dir macht es auch immer noch Spaß, ja, so hört sich das zumindest auch an. Und dann würde ich auch gleich mal auf die, ja, vergangene Saison kommen. Und zwar, Closing gibt es vielleicht gar nicht so viel noch dazu zu sagen, wenn du was hast, selbstverständlich gerne. Aber ich würde dich absolut gern nach deinem Highlight der Saison fragen. Mein Highlight der Saison. Also das Closing war tatsächlich, mein Auftritt beim Closing war eigentlich mein Highlight der Saison, was jetzt, Okay. ne, meine Karriere angeht, so, ne, weil das war, es waren wirklich, der Megapark war so voll wie, ne, wie selten, ne, und die Leute sind dann auch da, die kommen halt auch, um diese Künstlerauftritte zu sehen. Nicht nur, um sich zu betrinken, sondern die kommen, die beim Closing da sind, die wollen die Künstler sehen und dementsprechend war die Stimmung unfassbar, ne? Und da kann ich nur voller Demut sagen, ich bin extrem dankbar, dass ich sowas erleben darf und dass ich das beruflich machen darf, das, was mir am meisten Spaß macht, weil es ist faktisch das, was mir am meisten Spaß macht, ne? Ich darf auf die Bühne gehen, meine Lieder singen und Lieder schreiben und so und ja, bin ich extrem dankbar für. Im Prinzip ist das mein Highlight, aber auch überhaupt, dass es halt auf Mallorca, ne, dieses Jahr generell, was den Tourismus angeht, so toll gelaufen ist und dass ich da ein Teil davon sein darf, eigentlich ist das mein Highlight. Schön zu hören, ja. Und zum Closing war wirklich auch dieses Jahr absolut rekordverdächtig, sagen wir es mal so, ne? War auch super lang und schon super früh, ja, unendlich oder unglaublich voll auf der Insel und auch an der Playa oder speziell an der Playa. Und freut mich zu hören, dass auch
dir dein Auftritt da so viel Spaß gemacht hat und du da gut angefeuert worden bist und deine ganzen Fans noch einmal so richtig die, ja, sagen wir es mal so, Sau rauslassen durften, bevor sie jetzt erstmal in Winterpause gehen. Ja, dann dauert es ja noch mal ein bisschen, bis es weitergeht. Genau, noch ein bisschen Kräfte tanken. Ganz genau. Jens, hast du mir gesagt, kennst du in Anführungsstrichen? Ja. Du hast ihn zumindest schon mal gesehen. Genau, was kannst du denn dazu sagen? Du, Jens, den Jens habe ich, ich weiß gar nicht, wann ich ihn kennengelernt habe, weil Jens ist eigentlich, wenn ich auf Mallorca bin, immer irgendwie da gewesen. Also, ne, also ich bin ihm häufiger begegnet. Irgendwann hat man auch mal kurz miteinander geredet. Und ich weiß gar nicht, wann das anfing, ob ich ihn 2019 schon kennengelernt habe oder erst während Corona, weil ich war während Corona auch 2-3 Mal halt auf Mallorca. Aber ich bin Jens eigentlich fast immer begegnet, ne? Immer Hund dabei, ne? Und da kommt man halt auch über den Hund ins Gespräch. Und ja, keine Ahnung, also ich, ne, wir sind nicht befreundet oder so, aber ne, Jens kenne ich. Ja, der Jens ist auch wirklich ja schon seit Jahren an der Playa präsent und dementsprechend war dir halt auch zumindest bekannt, dass der Jens, ne, auch Star aktuell oder schon seit längerem ein bisschen schwieriger auf der Insel hat, auch jetzt nicht unbedingt ein festes Dach über dem Kopf hat. Und nachdem ich dich dann nicht nur mal eben so mit der Idee überfallen habe, sondern dir die auch mal erklärt habe, hast du dann da auch, wie gesagt, direkt den Zusammenhang verstanden und ja, hast da gern was dazu beigetragen. Ja, tatsächlich. Also ich habe beim Jens nicht wirklich viel Einblick, ne? Aber ich habe über ihn im Prinzip mehr von Dritten erfahren als von ihm selber. Beziehungsweise man kann ja über Jens, gibt es ja auch Berichterstattung und ein bisschen was lesen. Ich glaube, ist es Mallorca Zeitung oder Mallorca Magazin hat auch über ihn geschrieben. Mallorca Magazin, genau, ja. Magazin war es, genau. Und ne, keine Ahnung, wie jetzt auch aktuell, dass ihm da Geld entwendet wurde, ne, was mir einfach total leid tut, dass, ne, wie sowas, dass ein Mensch, weißt du, der im Prinzip ja um seine Existenz ringt und ohne Obdach dasteht, dass er auch beraubt wird und sowas, tun sich halt Abgründe auf und ne, soll nur heißen, das Leben ist nicht einfach. Nee, absolut. Und auch schön, dass du es nochmal ansprichst, weil das ist wirklich auch, ja, da hat auch freundlicherweise die Stuttgarter Zeitung drüber berichtet. Das ist wirklich eine Sache, die auch, ja, mich dann doch richtig packt, ne? Wenn man das jetzt über die Monate so mitbekommen hat halt. Und auch wirklich da hat Jens in dem ersten Artikel vor Monaten in der Stuttgarter Zeitung im Mallorca Magazin auch schon gesagt, dass er jetzt das Jahr über und den Sommer über Geld sparen wird und damit er halt schön sein Zuhause winterfest machen kann, ja. Und wenn man das dann so mitbekommt, wie sowas dann auch passieren kann und mal schnell zunichte gemacht werden kann, ist echt schockierend. Und wie du auch sagst, speziell halt, ne, bei einem Obdachlosen, da muss man, ja, muss man halt schon sehr abgebrüht sein, um sowas zu machen. Aber auch in dem Podcast haben wir schon von Andi gehört, dass sowas leider, ja, häufiger stattfindet, ja, und tatsächlich da sogar Leute sich die Freundschaft von den Obdachlosen erschleichen, damit sie sich bei denen Geld leihen können, dass sie dann nicht mehr zurückzahlen. Also da finden Sachen statt, die sind wirklich schwer vorstellbar und es gibt scheinbar auch wirklich leider auch ein paar komische Menschen. Ja, das ist leider so. Also da fragt man sich natürlich, wo bleibt die Menschlichkeit, aber im Prinzip brauchen wir uns nur umschauen, weil an jeder Ecke, ne, weißt du, gibt soziale Ungerechtigkeit und Menschlichkeit bleibt auf der Strecke. Und Jens ist nicht das einzige Opfer, ne? Also, absolut, wenn du jetzt, ja, in andere Länder guckst, weiß ich nicht, da hast du auf Philadelphia Drogenszene, Amerika, keine Ahnung, ne, da ist das ja, weißt du, da beklauen sich die Obdachlosen. Ich meine, da kommen Drogensüchte zum Beispiel dazu, ne? Und wenn Drogensüchte dazukommen, gibt es halt Beschaffungskriminalität und dann beraubt man sich da gegenseitig und ne, da ist das im Prinzip, ne, was Jens dazu gestoßen ist, wie gesagt, nur ein Kleinbeispiel auf Mallorca, ne? Aber ja, da tut es, ne, man will am besten gar nicht so viel drüber nachdenken, ne, dass es so viel Schlechtes gibt auf der Welt, sondern eher, ich finde, man muss halt gucken, dass man irgendwie
ja, einen positiven Weg findet, damit umzugehen und vielleicht ein bisschen zu helfen, ne? Ganz genau. Aufmerksam zu machen. Aufmerksam zu machen, ja. Ja, auch das machst du ja freundlicherweise hier mit dem Interview ein bisschen und ich versuche das im Allgemeinen mit dem Podcast und ich habe deine Message auf jeden Fall verstanden. Ja, es passieren genug schlimme Sachen, auch auf der Insel, auch in dieser Saison, aber man kann ja einfach mal versuchen, seinen Teil dazu beizutragen, irgendwas anders zu machen oder zu ändern. Schönes Schlusswort an dieser Stelle. Ja, und wir neigen uns ja auch nach der Saison, dem Ende des Jahres. Ich will nicht behaupten, dass es da bei euch Künstlern oder auch bei dir in diesem Fall jetzt deutlich ruhiger wird, aber wir trotzdem einfach mal fragen, wie geht denn das Jahr bei dir so zu Ende? Und ja, vielleicht auch mit Fokus ein bisschen auf Weihnachten. Wie verbringt der Patrick denn jetzt Weihnachten? Ja, doch schon ruhiger. Also es ist jetzt ruhiger geworden. Also ich habe mich tatsächlich die letzten Wochen, also seit Ende September, eigentlich schon sehr drauf gefreut, auf den November, ne? Also dass die Mallorca-Saison vorbei ist für mich, weil ne, im Prinzip bis Ende Oktober heißt, ist eigentlich mein Wochenablauf immer gleich den ganzen Sommer. Ne? Ich habe Montag, Mittwoch meine Kinder, dann fliege ich nach Mallorca, trete im Megapark auf, fliege Freitag wieder zurück, habe Freitag, Samstag Auftritte in Deutschland, Sonntag wieder nach Deutschland zurück, viel Fahrerei dazwischen. Nee, Sonntag nicht nach Deutschland zurück, Sonntag nach Hause zurück. So, genau. Viel Fahrerei, viel Fliegerei und im Prinzip der gleiche Wochenzyklus, 6, 7 Monate lang, ne? Die ganze Saison. Und das ist auch anstrengend so, ne? Und im November, also jetzt seit 2 Wochen, bin ich sehr, sehr happy, dass es auch ein bisschen ruhiger ist. Also ich habe jetzt unter der Woche sehr viel Zeit für die Dinge, für die ich halt die letzten 6, 7 Monate keine Zeit hatte, zum Beispiel Freunde zu treffen oder einfach vorm Fernseher zu hängen. Ich habe mir eine PlayStation 5 gekauft. Ein bisschen gezockt, nach 3, 4 Jahren das erste Mal wieder ein bisschen gezockt. Ja, keine Ahnung. Natürlich sich auch Gedanken machen über neue Lieder und ne, schon Geschenke kaufen. Ne, für Weihnachten, ja, Weihnachtsmärkte planen. Ich mag gerne ein paar Weihnachtsmärkte abklappern. Und ja, einfach ein bisschen Ausgleich finden, ne? Also, dass man, ja, dass man wieder im Kopf frisch wird. Da würde ich direkt mal eingrätschen und als Saarländer ganz frech fragen, welcher ist denn dein Lieblingsweihnachtsmarkt im Saarland? Oh, der in St. Wendel ist schon schön. Aber das leckerste Crepe gibt es in Saarbrücken. Okay, also St. Wendel weiß ich, der ist, glaube ich, auch ausgezeichnet worden. Ja, Meines ist das Wissens, so? gell? Das Als einer weiß der ich gar nicht. schönsten, ja, da bin ich mir recht sicher, im letzten Jahr. Und Ja, cool. Ich bin nur zugezogen. Ich bin nur zugezogen. Ich lebe ja seit 4 Jahren, aber ne, das ist, wie gesagt, ich war schon vorher ein, zwei Mal in St. Wendel am Weihnachtsmarkt und das ist ganz schnuckelig, ne, weil das ja. Innenstädtchen ist halt klein, überschaubar, aber ja, mit sehr viel Liebe ist dieser Weihnachtsmarkt überall in kleinen Gässchen verteilt und ja, irgendwie ganz charming. Ja, freut mich zu hören, aber dich hat es auch 4 Jahre schon gehalten. So kann man es auch ausdrücken, ja. Also du bist auch Ich will auch nicht gar nicht mehr weg. weggelaufen. Genau. Ich will auch gar nicht mehr weg. Ich finde das total schön hier. Dann muss ich ja quasi. Also, was gefällt dir denn am Saarland? Ich kann es dir sagen. Also ich habe tatsächlich, meine Connection zum Saarland fing eigentlich an Ende 2005, 2006, weil mein damaliger, ich habe eine Band gehabt, Start Revolution, und mein erster Booker, ne, der kam aus dem Saarland, aus Memmingen bei Merzig. Ne, der Alex. Und der Alex ist leider vor ein paar Monaten verstorben, in meinem Alter, Anfang 40. Oh. Ne, was mir das Herz gebrochen hat, Mein Beileid an wirklich, der weil Stelle das dann ist, auch, ja. genau, ist ein sehr trauriges Schicksal, weil er hat auch Kinder hinterlassen und sowas. Und ja, im Prinzip habe ich ihm zu verdanken, dass ich das erste Mal ins Saarland gekommen bin. Ich habe hier halt viele Auftritte gespielt, ne, in Jugendzentren, in der Stadthalle, in Bessringen und sowas. Und ja, hatte immer schon, also die haben uns sehr, 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 ja, herzlich aufgenommen. Und ne, diese Connection zum Saarland ist auch, als ich dann mit der Band weniger gemacht habe, ist halt auch nicht abgerissen so. Ne? War dann mal beim Alex zum Geburtstag, zum 30. bin ich als Überraschung gekommen und sowas. Und ja, irgendwann hat es mich der Liebe wegen halt hier in die Gegend verschlagen. Aber erstmal nach Rheinland-Pfalz, ins benachbarte Hermeskeil. Das habe ich jetzt Und überhört. ja, ja, genau. Genau. Und nach der Trennung wollte ich gern was in der Nähe halt haben und dann bin ich am Bostalsee gelandet, ne, den ich vorher schon total toll zum Spazieren fand. Schönes Fleckchen, ja. Und genau, und lebe jetzt halt am Bostalsee und das ist für mich meine absolute Runterkommen- und Wohlfühloase, ne? Weil es schön ruhig ist,
Ne, ich habe hier, ne, mein Häuschen hier ist toll. Ich habe hier mein kleines Studio und ja, ist halt mein Ruhepol. Ne, anders im Gegensatz zur Großstadt, wo ich aufgewachsen bin. Auf jeden Fall sehr schön zu hören, dass es dir hier gefällt und so ein paar, ja, auch Anekdoten. Und der Bostalsee ist davon abgesehen auch ja wirklich ein ausgezeichnetes Fleckchen als Naherholungsgebiet und auch der Centerparks. Ach, herrje, mache ich hier Werbung fürs Saarland. ist ja auch übrigens ausgezeichnet als einer der besten. Also von daher schaut doch gerne mal im Saarland vorbei. Ich weiß nicht, Ja, also es ist genau. auf jeden Wir Fall haben zwei unbezahlte Werbung, Sandstrände. Leute, ja. Wir haben zwei Sandstrände hier am Bostalsee. So viel dazu. Das stimmt. Sajorka quasi, was? Sajorka, genau. Und Weihnachten steht ja wie gesagt auch vor der Tür. Was steht denn da bei dir an? Hast du denn so Hobbys wie Skifahren? Zieht's dich in den Schnee? Oder ja, wie du sagtest, dann da auch eher ruhig über die Feiertage, was ich dann tatsächlich auch ganz gern mal bevorzuge. Ruhig, ganz klar ruhig. Also Weihnachten ist bei mir immer Familie angesagt. Also ich fahre in die Heimat nach Aachen und feiere dort Heiligabend mit meinen Eltern, meinem Bruder. Und ja, im Prinzip die Weihnachtstage sind absolut ruhig. Ne? Und das mag ich auch. Und es ist im Prinzip immer der gleiche Ablauf. Das ist halt so ein bisschen Tradition. Ne? Und das wollen wir uns immer beibehalten, weil ne, man weiß ja auch nicht, wie lange das so noch ist, dass man seine Eltern hat. Weißt, die kommen natürlich auch irgendwann in ein Alter. Und ja, deswegen wollen wir das an Weihnachten halt, solange es geht, immer beibehalten. Und ja, freuen uns darüber, dass wir zusammen sein können. Finde ich absolut schön und ist bei mir identisch. Also, meine Oma hat auch kurz vor Weihnachten sogar Geburtstag. Das lässt sich dann super mit der Rückreise für Weihnachten auch verbinden. Und da geht es schon ein bisschen früher los. Und ja, ist eigentlich genau dasselbe mit der Familie. Schön beisammen sein, essen und genau, sich einen schönen Abend machen, ne? Und die Zeit genießen. Das ist das Wichtigste. Das. Genau, einfach immer zu viel essen. Ja, ich wollte gerade sagen, Jetzt immer zu viel. das geht, glaube ich, auch nicht anders und das beschränkt sich ja auch nicht nur auf den Heiligabend, zumindest bei uns, ja, ungesunderweise. Genau, es wird 3, 4 Tage lang am Stück einfach nur gegessen. Meine Mama tischt so viel auf. Also ich habe eine polnische Mama, beziehungsweise polnische Eltern, die sind halt damals aus Polen nach Deutschland spät ausgesiedelt. Und man sagt ja polnischen Frauen oder Müttern nach, dass die besonders gut und besonders viel kochen und besonders zu Weihnachten tischt die richtig auf. Also, ich glaube, da läuft jetzt so auch schon ein paar Leuten und Zuhörern das Wasser im Mund zusammen. Ja, also bei uns, während wir das Gespräch hier haben, ist es ja jetzt auch ja kurz nach Mittag. Also mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Grüße an deine Mutti an dieser Stelle. Und ja, ansonsten hätte ich tatsächlich auch mein, ich nenne es mal ganz salopp, Pflichtprogramm abgehakt. Würde ich mich einfach noch mal ganz recht herzlich bei dir für das Gespräch bedanken. Ich habe zu danken. Ich weise nochmal hin auf die Charity-Auktion. Vielen lieben Dank an dieser Stelle, genau, weil auch da wird in den kommenden Tagen, Wochen noch einiges bekannt gegeben und wie auch schon mehrfach erwähnt, da ist wirklich der ein oder andere Kracher noch dabei, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich weiß, in Klammer, Eigenlob stinkt, aber ich weiß selber nicht genau, wie wir das dann doch so hingekriegt haben alles, ja, aber wird eine tolle Sache. Ja, sehr gut, finde ich klasse. Dann ein letztes Mal vielen lieben Dank fürs Interview und ich wünsche dir ein ja, angenehmes Jahresende, eine wunderschöne Weihnachtszeit mit der Familie und ein tolles Fest. Und freue mich, dich im nächsten Jahr auf der Insel zu sehen, beim Opening. Sehr gut. Nikolas, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, ne, beim Last Exit Podcast. Ja, ich denke, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder und ich grüße hiermit zum Abschluss mal alle Hörer dieses Podcasts. Und jetzt wisst ihr ja auch, wie der Bierkapitän Teil unserer Charity-Auktion wurde und auch, was er dazu beiträgt. Wie ihr das jetzt auch schon gewohnt seid, findet ihr dann im Laufe der Woche die unterschriebenen Megapack-T-Shirts und auch, ja, sein klassischer Spruch, hier spricht der Bierkapitän und die Blätter samt Unterschrift. Wir werden die Bilder dazu veröffentlichen und dann schaut euch das doch gerne mal an. Dann sind wir auch wieder am Ende der Folge angekommen. Lass uns das vielleicht ausnahmsweise mal ein bisschen zusammenfassen. Also ja, bezüglich der
Charity-Auktion, die ja auch im Mallorca-Magazin liebenswerterweise erwähnt wurde, gab es einen Zwischenfall, den Spendenaufruf, den wir hier zum Schluss auch nochmal kurz in Erinnerung rufen wollen, einfach mit dem Aufruf, sich daran bitte nicht zu beteiligen. Dann hatten wir natürlich auch das interessante Interview mit dem Patrick, auch bekannt als der Bierkapitän. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal recht herzlich, dass das geklappt hat. Ja, ich fand es sehr interessant und wenn der Jens das gehört hat, dann will er bestimmt der nächste Folge auch noch was dazu sagen. Ich erinnere euch dann auch nochmal kurz an die Instagram-Seite, denn dort werdet ihr die Bilder auch zu diesen T-Shirts und zu allem anderen, was Teil der Charity-Auktion ist, finden. Und wir freuen uns auch immer über eine Bewertung, speziell bei Spotify, weil das erstens uns ein bisschen hilft, dass auch andere den Podcast finden können. Und ist auch immer schön, wenn es euch gefällt und ihr uns gerne zuhört, dürft ihr natürlich sehr gerne auch euren Freunden davon erzählen. Ich verabschiede mich dann diese Woche von euch, wünsche euch noch eine angenehme Woche. Auch dir, Jens. Bekannterweise hat das letzte Wort dann auch Jens, zumindest mehrheitlich. Dann hasta luego. Ja, dann bedanke ich mich auch erstmal bei dir für deinen netten Besuch und bei allen Hörern und wünsche dann auch allen unseren lieben Gestrandeten eine schöne Woche. Seid gespannt, was noch alles kommt. Das wird bestimmt richtig cool. Bis dann. Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel.